Für erste Fahreindrücke zum i30 N Fastback hatte Hyundai mit der Urlaubsinsel Gran Canaria ein tolles Terrain ausgesucht. Dort, wo einst Vulkane ein beeindruckend scharfes, schwarzbraunes Gebirgsmassiv hinterließen, durch das sich ein asphaltiertes Kurvenwirrwarr zieht. On top eine Rennstrecke direkt am Atlantik. Um es ganz kurz zu fassen, das Auto i30 Fastback N, einfach nur geil. Das ist ein richtig geiles Spaßfahrzeug, also das kann man nur empfehlen. Man muss das Auto mal probieren, man muss das Auto fühlen. Es macht richtig, richtig Spaß. Ein günstiger Sportwagen mit Sportsitze drinnen, mit Schalensitze, mit Klappenauspuff, was richtig Aufmerksamkeit erregt, ganz, ganz geil für Junge. 19 Zoll Räder, hat ein irrsinnig geiles Design. Das Auto ist ein richtig geiles Gefühl, es trug einen richtigen Sitz ein, mit dem richtig Gas gibt. Anlässlich der Präsentation nutzten wir auch die Gelegenheit und befragten zwei Weltmeister um ihre ersten Eindrücke zum neuen i30 Fastback N. Das Auto hat 275 PS aus einem Turbomotor, das heißt wunderbarer Durchzug von unten heraus schon und gleichzeitig trotzdem Spitzenleistung nach oben, die man genau timen kann, weil man Schaltblitze und eine Schaltanzeige hat, wo man wirklich genau schauen kann, wann ist es zum Schalten. Das Ganze speziell in die engen Kurven auf den Boden zu bringen, haben wir ein Limited Slip Differential, das elektronisch angesteuert wird, um wirklich Traktion zu generieren. Immer natürlich eine schwierige Aufgabe bei so einem starken Auto mit so viel Leistung, das Ganze auf den Boden zu bringen, das gelingt uns da sehr, sehr gut. Ähnlich begeistert auch ein anderer Weltmeister. Schon am Straßenmodell gab es eine gute Gewichtsverteilung, sehr gute Bremsen und für mich ist er eine Evolution des bisherigen i30 N. Durch seine verbesserte Traktion und durch seine geringere Fahrzeughöhe verfügt er auch über eine bessere Aerodynamik. Jede Menge Smile gab es auch seitens der Hyundai Import-Geschäftsführung und von der Presse nach den ersten Testkilometern. Unglaublich, was dieses Auto auf der Rennstrecke vermag. Man würde nicht glauben, dass man hier in einem Straßenfahrzeug sitzt, denn das, was hier an Kurvengeschwindigkeiten mit diesem Fahrzeug erlaubt wird, ist einzigartig und ja, drückt einen wirklich das Lächeln ins Gesicht und man will gar nicht mehr aussteigen. Es ist perfekt abgestimmt, fühlt sich irgendwie trotzdem traumhaft analog an. Obwohl man eigentlich weiß, dass sehr viel Technik verbaut ist, moderne. Noch mehr Smile gab es lediglich nach einigen Runden am heißen Sitz des TCR-Modells. Die Katze lässt das Mausen auch im hohen Alter nicht. Und mal kurz. Das TCR-Auto ist einfach sensationell. Auch mit dem Gabriele im Auto sitzen und einfach bei den Bremspunkten sich wirklich dann schon anspannen, wenn man sich denkt, oh Gott, da geht's nicht mehr und er steigt weiter aufs Gas und dann lässt er es um die Kurve fliegen. Es ist unfassbar und es macht unglaublich viel Spaß. Abschließend wäre hinzuzufügen, dass wir uns mehrere solcher Fahrzeugmodelle wünschen würden. Nicht zuletzt, weil sie so vielleicht ein antiquiertes Image einzelner Hersteller etwas korrigieren könnten. Das Auto ist mittlerweile schon bei uns im Haus. Ich lade jeden dazu ein, eine Probefahrt zu machen damit. Man wird richtig merken, was für ein geiles Auto das ist.